liebes YouTube-Volk, damit meine ich also alle, sagen wir mal, 3 oder 4 Zuschauer, die sich das hier anschauen werden. Ich möchte stolz verkünden, dass ich tatsächlich aus den neulich zusammengebauten LED-Matrizen auch wirklich mal was gebaut habe, tatsächlich mit Programmcode dabei. Und zwar die erste Vorstufe des Displays für den Funkwecker, den ich mir basteln will. Die Idee dahinter ist, dass ich insgesamt 4 von diesen Anzeigeteilen hier haben werde. Die werde ich alle auf einer großen Lochrasterplatine aufbauen. Und dann genau wie die, die man jetzt hier sieht, mit dem TLC 5940 und ein paar Transistoren für die Stromversorgung treiben. Funktioniert wunderbar. Das Coole daran ist, dass ich es jetzt so aufgebaut habe, dass ich nicht etwa den TLC 5940 per SPI betreibe und dann die einzelnen Transistoren über 5 Pins auf meinem Admega-Prozessor anschalte, sondern ich habe hier, das sieht man ein bisschen schlecht, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser, den TLC 5940 auf der linken Seite und ein ganz normales Schieberegister auf der rechten Seite miteinander kaskadiert, sodass ich jedes Mal, wenn ich eine Zeile hier reinschiebe, zuerst die 8-Bit für das Schieberegister reinschifte per SPI und danach die 192-Bit oder wie viel es sind für den TLC, was dann dazu führt, dass das Schieberegister letztendlich also eine Zahl enthält, in der nur ein Bit gesetzt ist, das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte für die einzelnen Zeilen. Und ich brauche keine zusätzlichen Leitungen mehr, um meine Plus-Volt-Versorgung hier anzuwerfen, sondern mache das alles auch über die Schieberegister. Wird letztendlich alles hier eine eigene kleine Platine. Ich nenne das dann meine Display-Controller-Karte. Und damit sollte eigentlich der Ansteuerung meines Displays im Funkwecker nicht mehr viel entgegenstehen. Ich werde mich bei Gelegenheit nochmal darüber auslassen, wie ich das mit dem Programmcode gemacht habe. Der ist nämlich eigentlich auch ziemlich hübsch gemacht. Und vielleicht zeige ich dann auch schon bald, wenn ich meine LEDs aus China bekommen habe, wie das große Display aussieht. Bis dahin, habt Spaß!